Irre. Seid ihr bereit, Freunde? Hallo! Tag 3. Heute wird richtig durchgezogen. Wir haben gestern nur 5 geschafft, wir müssen heute 7 schaffen. Ja. Ich würde sagen, was... Ich sehe so ein bisschen auch krank aus. Ballern, oder? Vincent musste für das schwarze Set die Blumen draußen reinsprühen. So, alles am Tag noch gemacht. So, da wird alles frisch zubereitet. Gibt es eigentlich noch Merch? Ja, es gibt noch Merch. AnnieTheDuck.com, check das ab. Sehr gut. Ich möchte sterben. Warum sagen das immer alle Leute, wenn sie mich begleiten bei so einem Auto, bei so einem Tag? Ach Mann. Aua. Das war dumm. Wie ihr schon alle wisst, dass ich ein Blick und schon laufen kann. Genau. Statt sie einfach kurz auszuziehen. Ja, die sind so geschnürt. Ach so. Hi. Seid auch ihr eine alte Dame im Körper einer jungen Frau? Same. Meine Hobbys sind nähen, stricken, Obst malen, Rückenschmerzen haben und schlafen. Das sind tatsächlich meine Hobbys. Das ist ein bisschen belastend. Das war so ein geiles Set. Wir hatten erst geplant, das im Sand zu shooten. Also Lionel hat irgendwie 100 Kilo Sand gekauft und wollte den Sand auslegen. Aber das war eher so Baustellensand und weniger so Sand, Strand, Sand. Wisst ihr, was ich meine? So. Und das sah nicht so edel aus, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also haben wir den Sand erstmal ausgeschüttet, gemerkt, nicht so cool, den wieder zusammengeräumt und dann aus ganz vielen beigen Möbeln dieses Set herausgezaubert. Das Oberteil war hier festgeklebt. Es war alles sehr improvisiert. I guess wir haben's. Ja! Ah, warte, warte. Lass uns das noch einmal machen. Das Bein noch ein Stück weiter rüber. Auf dieser Gießkanne. Ja. Cool. Wir haben's! Schnell, nächstes Make-up! Ich renne auf diesen. Schnell! Ich bin so einfach cringe. What the fuck? Fucking Halloween. What's popping? Das wird das Oktoberbild. Ich fühle mich sehr nackt mit diesem Oberteil, aber es geht, oder? Das ist ein Oberteil, was eigentlich komplett durchsichtig ist, nur so aus Spitze. Ich trage aber Nippelpads drunter für alle, die sich einbilden, irgendwas zu sehen. Es war so ein, es war actually mein Emo-Traum, der in Erfüllung gegangen ist durch dieses Outfit. Ich chill hier so. Aliana, Alter. Aliana, ich hab gepupst, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Einer saß direkt hinter mir auf dem Boden unter mir, es war, ja. Aber wir haben das Bild, ist super cool geworden. Ja. Wir haben erst im Stehen Bilder gemacht, dann habe ich sie gehasst, dann haben wir im Liegen Bilder gemacht und die fand ich ziemlich cool. Ja. Lippenstift runter, orangen Lippenstift drauf und zopf. Das sieht so cool aus, oder? Ja. Ich will eigentlich einfach nur Ariana Grande sein. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ich will wirklich Ariana Grande sein, aber das ist ziemlich cool geworden. Ich habe auch das super freundlich aus. Richtig knallig orange. Cool. Lionel, ich habe einen Regenschirm und ich werde ihn benutzen. Diesen Joke habe ich 700 Mal gemacht. Oh mein Gott, das ist so die ganze Zeit nicht funktioniert. Das war cool. Komm. Das war cool. So, mal machen? Ja. Ich muss hier drücken und dann so schütteln. Wisst ihr, was auch cool ist? Mein Shirt. Sie hat so viel smoother hingekriegt als ich. So viel smoother? Das war so viel smoother als bei mir. Warum habe ich dir das gegeben? Wir haben dieses Kleid von hinten aufgeschnitten. Dieser Rock war eigentlich relativ eng, aber wir wollten ihn halt so fliegen lassen. Also haben wir den von hinten aufgeschnitten, dass man den so breit ziehen konnte, dass man den so geil werfen konnte. Alter, cool. Okay, nächstes Set. Yalla, yalla, yalla. Long. God damn. Diese Handtasche. Cool, oder? Guck mal. Alleine. Wir haben so viele Klamotten, die haben wir für ein Fotoshooting gekauft. Wer trägt das? Ich weiß nicht, wer sowas trägt. Also wir haben wirklich, all diese Klamotten, die wir gekauft haben, waren Klamotten, wo ich mir dachte, also wer trägt denn das unironisch? Also wer trägt denn dieses kurze, diesen kurzen, pinken, bauchfreien Blazer so im Alltag? Aber die ist flausch. Ist flausch. Things you don't see on the final picture. Ja, wirklich. Es ist immer so dieses Fotoshooting von vorne hui, von hinten hui. Schau. Ich habe bei fast jedem Outfit Klammern gehabt.
von 24 Sets, die wir gemacht haben, bei 22 Sets hatte ich irgendwo Klammern. Look! Wow. Oh mein Gott! Wie cute! Girl. Ich liebe es. Das ist so cool gewesen. Das ist eins meiner Lieblingssets gewesen. Wie lange war die Organisation und Planung von den zwei Kalendern? Ein Jahr. Wir haben jetzt auch schon die Planung für die nächsten Kalender angefangen. Ja, weiß ich nicht. Ist so ein Herzensding. Ist so eine Herzensangelegenheit. Ja. Also, falls ihr Bock habt, holt euch gerne einen Kalender. Monochrom-Kalender, Cosplay-Kalender, beides im Start. Wissen, was passiert, wenn Babes und dann so eine Kaugummiblase machst und die dann platzt? Das war sehr cool. Das ist so cool gewesen. Oh mein Gott. Das war sehr cool. Ich bin nicht so gut im Kaugummiblasen machen. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht so gut im Blasen wie Shari. Wahrscheinlich auch das. Ich finde, es sieht so cool aus. Pink ist eins meiner Lieblingssets und Outfits. So cool. Diese kleine. Ich bin kleiner Nein! Wir haben's! Yeah. Wir haben am Ende ein Bild ohne Kaugummiblase genommen, weil ich fand, die anderen waren cooler, weil ich da mehr fokussiert drauf war, eine coole Pose zu machen, als diese Kaugummiblase hinzukriegen. All die Jahre Kaugummi kauen haben mich ausgezahlt. Das ist richtig cool geworden. Zeig dein hübsches Gesicht. Nein, ich nehme dir deinen Rückzugsort. Zeig, wie hübsch du bist. Alena ist so hübsch, ich wünsche, sie würde das sehen, das nervt mich. Shari schminkt mich jetzt um auf Gelb. Das gelbe Set ist sowas ähnliches, wir machen was mit ganz vielen Früchten und Gemüse, so um meinen Kopf drapiert. Und die anderen dürfen ungefähr 50 Quadratmeter Alufolie ausrollen und Möbel einalufolieren für das Silberset. Wird das Silberset auch so baba cool, oh mein gut. Gott. Gut. Wird sehr gut. Wird super gut, let's go. Wer hat Bock auf Folierung? Hey. Boah, die Armen haben mir so leid getan. Also, ich glaube, es sind so also, man denkt mehr, aber es sind nur so anderthalb Rollen Alufolie draufgegangen. Also, eine ganz und die anderen so zur Hälfte. Also, gar nicht so viel, wie man denken würde. Aber es hat sehr lange gedauert. Ich möchte andeuten, dass ich emotional ausgebeutet werde. Emotional und physisch. Das sieht so irre aus, Vincent. Sieht gut aus? Das sieht so unreal aus. Sieht gut aus? Voll. Daniel meinte, wir sollen kein Obst auf meinen Brüsten drapieren, weil es so lustig aussieht. Das ist zu riesig. Ich würde halt keine kleinen Bananen, die so aussehen wie eine Hand, drauf machen. Mm. Aber ich finde, wir können Zitronen in die Hälfte schneiden und die mit der Nippelseite nach oben auf meine Brüste setzen. Ich glaube, das wäre sehr unlustig. Das wäre sehr unlustig. Oder zwei Melonen aufschneiden und die vor meinen Brüsten balancieren. Ich glaube, auch das wäre sehr unlustig. Übrigens, habt ihr das Easter Egg gesehen? Wer hat die Paprika entdeckt? Guck, warte. Zwischen den ganzen Obst, diese eine Paprika. Andere Seite. Sehr unlustig. Erik, du weißt Bescheid, Jump Cut und so? Ihr macht nur Scheiße. Wer hat euch Spaß bei der Arbeit erlaubt? Das reicht mir. Los, guckt alle traurig. Alle da, weint. Weint, beißt in Zitronen. Warum bin ich noch hier? Besser. Welchen Kalender magst du persönlich mehr? Boah, ich kann mich gar nicht entscheiden. Der Cosplay-Kalender ist halt cool. Und der monochrome Kalender ist eher schön. Macht das Sinn? Viel besser. Guck mal, wie cool eine aufgeschnittene Ananas super geil aussieht. Aus. Riecht, als ob ich allergisch dagegen bin. Bitte nicht meine Haut damit berühren. Oh. Ich bin allergisch gegen fast jedes Obst, wirklich. Ich bin allergisch gegen jedes verfickte Obst. Ich kann nicht. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Der Moment, wenn du irre wirst. Miau, miau. Oh nein. Ah! Oh nein, Alter, kannst du mit kurz nicht saufen? Das hat wirklich sehr weh getan.
wirklich empfindlich. Janina, bitte pass auf. Ich möchte gerne einmal einen Hentai sprechen. Halt dein Maul, Alter! Ja, sieht ich super schön mega. Aus. Geil, super cool. Haben wir. Let's Halt's Maul. Letztes Set vom Kalender, vom normalen Kalender. Letztes Set. Krass. Are you ready, Partner? Woo! Wir haben so einen an der Waffel. Okay, letztes Styling. Ihr wickelt weiter Scheiße ein. Let's go. Ihr wickelt weiter Scheiße ein. Let's go. Diesen Raum auszulegen. Diese Kleidern. Ich war auch wieder, bei diesem Kleid frage ich mich, wer trägt sowas? Ich habe das jetzt für dieses Fotoshooting gekauft, aber wer trägt sowas? So schlimm, das ist echt so schlimm. Die Klammer. Und diese fucking Klammer hinten dran, weil dieses Kleid auch natürlich zu breit ist. Ich hab die gar nicht gesehen. Sieht aus wie aus so einer Saturn-Werbung oder so, finde ich nicht. Ich glaube, das die Pose ist es am Ende sogar geworden. Kampf in der Wade! Ah! Diese Schuhe waren ein Albtraum. Wir haben wir! Der monochrome Kalender ist fertig. Ich heule gleich. Wie viel Uhr ist es? Viertel nach eins? Viertel nach eins? Ach ja, die Uhr. Ja, die Ganz Uhr. Vergessen. Morgen nochmal schön 6 saftige Cosplay-Sets bis 5 Uhr morgens. Na? Es war literally 5 Uhr morgens am zweiten Tag. Ah, wer hat Bock? Okay, tschüss. Wir fahren schon mal ein. Bis morgen, Alter. Anissa, letzter Tag. Fucking Burger King-Tüte neben meinem Bett. Komm. Letzter Shooting-Tag. Are you ready? Meine Haare noch so verklebt von diesem fucking Silberset, Alter. Ah! Ich muss so dringend pipi. Ja, dafür musst du aufstehen. Bitte mach mich ins Bett. Es läuft schon. Nein! Guten Morgen, ich bin wach. Wir sind bereit. Ich war so müde am letzten Tag. Es war so grau. Es ist der letzte Tag des Kalendershootings. Aber jetzt will ich das machen. Das wollte ich schon seit gestern machen. Ich hab mir den Finger gejuckt. Ah! Wütender Rockstar! Ah! Ja, spann mal deinen Bauch an. Ich hab keine Bauchmuskeln. Wo genau kommen denn die Muskeln hin? Es tut mir leid. Wie wären sie dann, wenn du welche es hättest? Es tut mir leid. Schrecklich. Er braucht schon Muskeln, wenn man die auch billig aufmalen kann, I guess. Oh das mein Gott. Toll. Auf den zweiten Blick ist es ein bisschen ugly, auf den ersten Blick sieht es ganz echt aus, finde ich. Auf den ersten Blick ist es irre, Alter. Guck mal, Shari verliebt sich gerade in mich. Ich werde ein bisschen horny, muss ich schon zugeben. Charis Verlobter ist Fitnesstrainer und deswegen sehr krass trainiert und ja, es ist sehr witzig. Und Nebel, bitte! Das ist eine Special-Nebelmaschine, die haben wir extra dafür geholt, weil das ist eine Nebelmaschine, die vorne so Eis drin hat. Heißt, der Nebel wird, bevor er rauskommt, nochmal gekühlt und dadurch, dass er gekühlt ist, bleibt er am Boden, weil wir wollten nur den Boden benebeln. Und dadurch, dass der Körper warm ist, geht der Nebel so ein bisschen am Körper entlang hoch. Ne? Warme Luft steigt nach oben, also macht man die kalt und dann bleibt sie am Boden. Ja. Und stopp! Ich sehe so lappig aus, Alter. Aber das ist, am Ende sah das ganz cool aus als Bild. Nice! Wuhu! Wuhu. Das sieht so geil aus! Ich raste aus! Guck mal, wie geil dieser Nebel so um mich rum wickelt. Seht ihr das? Oh, das sah sehr cool aus. Ich will es einfach mal zeigen. Dieser Nebel hat sich einfach, seht ihr da diese Rauchschwarte, die so um mich herum geht? Dieser Nebel ist so um mich herum gewickelt. Das sah so cool aus, auch da wieder. 700 Klammern hinten dran, wenn diese Cosplays alle zusammen gebastelt sind, Alter. Jedenfalls fällt Vincent jetzt zu diesem Beate Use. Das ist so ein Megastore. Das ist so ein Mega-Sex-Store. Das sieht aus wie so ein Ikea, ja? Es war so, okay, wir haben einen Beate Use in der Nähe, aber der ist geschlossen. Und es gibt so 20 Minuten Autofahrt entfernt den Beate Use Megastore. Jedes Jahr bei den Kalender muss mindestens eine Person einmal zu einem Sexshop fahren, um da was zu kaufen. Letztes Jahr war es, weil wir für das Harley Quinn-Bild uns dachten, es wäre voll cool, so eine pinke Peitsche zu haben, weil wir Harley Quinn dann spontan in so einer Zirkusmanege-Leine aufgebaut hat aus dem
nichts. Wo kriegt man eine pinke Peitsche oder eine pinke Reitgerte her? Bestimmt nicht beim Rewe, sondern halt im Sexshop. Also so musste letztes Jahr Sophia zum Sexshop. Dieses Jahr haben wir gemerkt, das Outfit von Bausette haben wir zu Hause liegen gelassen. Also brauchen wir ein neues Outfit. Und wo kriegt man sowas wie eine Ledercorsage oder so her? Aus dem Sexshop. Ja, nee. Dieser Gesichtsausdruck. Vincent sagt dann immer so, wie ist diese Strumpfhose? Das ist einfach so eine Frau, die so breitbeinig mit so nackten Brüsten da sitzt. Und da ist so ein Ding Ausschnitt, Vincent. Ich hab ein Loch vorne. Toll. Soll ich auch noch hier so, das mitbringen? Nein, bitte bring das nicht mit. War es hier was Besseres noch? Alina und ich, wirklich, wir können nicht mehr mit diesen Bildern im Sexshop grauenhaft. Aliana. Oh. Ich würde gerne wissen, was da zu sehen ist. Aber ich möchte es nicht aussprechen. Ich werde es nicht aussprechen, nein. Vincent ist wieder da. Ich werde nicht aussprechen, was dieses, was wir da gesehen haben. Es tut mir leid. Es hat was mit Unterdruck zu tun. Mehr sage ich dazu nicht. Das geht. Viel Spaß. Sehr nice. Die haben sehr viel Auswahl. Okay. War sehr cool. Ich versuche jetzt mal, mich in diesen Suit einzukleben. Jo. Okay, das Kostüm jetzt an. Von der Seite sieht es gut aus. Von der Seite liegt fast alles frei. Ich bin da liegt quasi frei. Wir mussten es so ganz komisch abstecken, damit es von der Seite gut aussieht. Dieser Bodysuit war halt einfach zu kurz. Heißt, Alena und ich haben den komplett von innen mit Klebeband gemacht. Jedenfalls wollten wir das Cover nachstellen. Und beim Cover ist ja halt so zu sehen, also die Hände hinten. Und ich war so, okay, das Kostüm muss nur von der Seite zu sehen sein. Alena hat das komplette Kostüm von innen mit doppelseitigem, krankem Panzertape so ausgelegt. Wir haben es auf der Seite angelegt, festgeklebt und einfach so gezogen, dass es nice aussieht. Damit das quasi hier an der Hüfte so glatt angelegen hat, mussten wir das so weit rüberziehen, dass basically meine freigelegen hat. Basically meine freigelegen hat, damit das an den Rest der Stellen ganz ist. Und ich war auch so bei Long So Long. Du musst sehr aufpassen, aus welchem Winkel du mich damit filmst, weil es ist halt nicht überall bedeckt. Ne? Okay, wir haben's. Oh, jetzt kommt eins der coolsten Sets. Ah, das ist eigentlich mein. Ist es mein Lieblings-Cosplay-Set? Wahrscheinlich. Ich hab's auch zum Cover gemacht, weil ich es einfach nur baba cool finde. Long, Alter. Meine armen Cutter, die sich einfach sacrificen mussten für diesen Vlog, Alter. Ja, dieser. Dieser Blick. Long, du Maus, es tut mir so leid. Oh mein Gott. Das ist klar, das ist ein Sexshop, was Vincent mitgebracht hat. So soll es aussehen. Kann süß aussehen. Ist aber sehr lang. Ich glaube, Titen passen rein. Es wirkt sehr lang, oder? Für ein Sexshop-Kleid. Imagine, Alter, wenn du an dem Punkt bist, an dem du Kleider aus dem Sexshop kürzer schneidest, weil sie dir nicht sexy genug sind. Pain. Okay, Bausette. The life of a hoe. It's not easy, ich sage es euch. And let's go. Da, da. Ha! Wie sehe ich aus? Ha! Wie sehe ich aus? Oh. Jetzt kommt der. Wir haben das Kleid weggelassen. Ich habe es angezogen. Es hat einfach vorne und hinten nicht gepasst. Wir haben es mit Klammern versucht. Es sah einfach nicht cool aus. Und diese Hose, die ich anhatte, warte, diese Hose, die ich drunter hatte, ist eigentlich keine richtige Hose. Man hat den Schwanz quasi hinten nicht gesehen. Also dachten wir uns, Vincent hat zum Glück in eigenem Messen noch diese Corsage mitgebracht, weil er meinte, ich finde, die sieht auch cool aus. Ich bringe die mal mit. Und die hat wie angegossen gepasst. Ich brauchte da keine Klammern. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ja, ich finde es auch scheiße aussehen. Warum habe ich dein Gesicht geschminkt? Noch nicht. Gleich sieht's cool aus. Hey, lass uns shooten. Jetzt sieht's cool aus. Flo hat sich so viel Mühe gegeben mit der Perücke. Da muss man schon sehr viel Erfahrung haben, vor allem im Cosplay-Perücken-Stylen. Das ist halt kein normales Haarstyling. Das machst du halt auch nicht mit echten Haaren. Er ist halt einfach normaler Friseur. Und er war so, okay, Challenge accepted. Hat schon 2 Tage vorher angefangen, diese Perücke immer wieder nebenbei ein bisschen zu stylen und hat sie wirklich einfach gerochen. Der Hosenscheißer aus dem Müll. Oh mein Gott. Das war mein Vorschlag. So. Oh mein Gott, Lauf, guck mal. Fucking Aliana! Nein, nicht mehr!
Alena musste von vorne Vape machen, aber weil der Boden vorne drin war, musste sie sich unter die Couch legen und dann von da rein vapen. Long, Achtung, dein Hintern. Oh mein Gott. Er brennt. Long hat sich angezündet. Stimmt, er hat sich angezündet. Ist doch, da ist ein fucking Loch in deiner Hose drin. Mein Gott, hat sich verbrannt. Ich habe kurz das Feuer gesehen. Ich möchte nur mal kurz anmerken, ich bin nicht der größte Trottel am Set. Long ist es. Das ist natürlich alles nur aus Spaß gemeint. Wir mobben und ärgern uns die ganze Zeit alle gegenseitig. Und es war halt die ganze Zeit, es war wirklich bei jedem Set, wo Feuer war, war so, wollen wir wirklich Feuer am Set haben? Anni macht das Bild. Die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit, dieses so, wollen wir wirklich eine Kerze aufstellen? Anni wird sich anzünden. Und ja, dann war ich nicht die Person, die sich angezündet hat, sondern Long. War gut. Fucking Aliana. Jetzt go. Ich zieh mich mal kurz um und dann machen wir weiter. Alter, Lionel. Ich liebe Lionel dafür, dass er immer so eine Show machen muss. Ich liebe es. Wie bei dem Pasta-Vlog. Ja, es ist immer so. Ich habe mich erst zweimal oder so angezündet bei einem Fotoshooting, aber immer nur leicht. Ich verstehe gar nicht, warum alle immer so tun, als ob ich mich ständig bei so einem Fotoshooting anzünden würde. Oh. Noch ja, das ist genau. Boah! Yes! Ah, das war für Scarlet Witch. Das wird so geil. Das Bild ist so geil geworden, Leute. Kleine, schnell! Das ist so schrecklich. Heute hält nichts. Mir egal, wie ich aussehe. Komm, Jana, Schulti, Schulti. Diese Krone war zerbrochen, deswegen konnten wir sie nicht ordentlich dran machen. Deswegen mussten wir sie mit Wimpernkleber an meinem gesamten Gesicht festkleben. Ist da, ich hab Hunger, die Scheiße hält sich in meinem Gesicht. Das war so schade, dass dieses Kostüm leider nicht so perfekt auf meine Maße war. Ihr seht, ich bin wieder ein menschliches Rechteck. Ich habe halt irgendwie keine richtige Taille und keine richtige Hüfte, weil eigentlich ist das Outfit von Scarlet Witch so... Du machst halt so eine richtige Westentaille. Ja, und das ist halt voll schade, weil ich finde, es hat meine Hüften noch schmaler, meine Taille noch breiter gemacht, als sie eigentlich sind. Aber das haben wir dann eben in Photoshop gefixt, dass wir es so ein bisschen abgeändert haben. Bin ich eigentlich kein Fan von, so die Figur zu verändern, würde ich auch nicht machen. Aber in dem Fall war es halt eher so die Rüstung, die einfach so ein bisschen die falsche Form hat und halt nicht so cool aussah. Und das haben wir angepasst. So. Willst du Sport und mit euch. Andere Aktivitäten verbinden? Erst als ich es gemacht habe, ist mir aufgefallen, ja, wie pervers das ist. Ja, das ist ja. Shari, Alter, ich liebe sie so sehr. Kritisch. Also ich meine, ich glaube, so, was wahrscheinlich harmloser aussieht, ist, wenn du so... Das weißt du, wenn du hier solche Übungen machst oder so. Ja. Vincent denkt sich nur so, geht weg von meinem Schwanni, Alter. Oder sieht es auch schlimm aus? Warte, für Schultern. Also ich jetzt weiß nicht, ob Vincent gelenkig genug ist. Ich weiß auch nicht. Darf ich jetzt? Ey, Leute. Oh, ja, gerne, mein gutes Tag. Oh, wow. Das ist von meinem neuen Merch. Was jetzt auch online ist. Nicht nur die Kalender sind jetzt zu kaufen. Auch meine Merch und meine Pullis und Jogginghosen und T-Shirts und Tops und... Popsockets und alles. Cappies und Kalender. Irre. AnniTheDuck.com. AnniTheDuck.com. Tolle Website. Ich würde auf jeden Fall einen Kalender kaufen, Mensch. Lionel, der jedes meiner Tattoos rausschuppen musste für den Cosplay-Kalender, der arme Alter. Das war so ätzend mit dieser Windmaschine. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie... Das ist, wenn man so eine fette Windmaschine in die Augen kriegt. Aber das ist noch stärker als so ein Föhn. 700 Mal blinzeln, weil Augen sonst austrocknen.
wie ich da am Leiden bin. Es wird auch immer schlimmer mit den Augen, oder? Oh. Von allen Kalendershootings. Wir haben für dieses Merch-Drop 100 Sets geshootet. 24 extrem aufwendige Sets fürs Merch, 24 mittelaufwendige Sets für den Kalender und dann noch, wie viel, 52 Sets vor weißer Wand mit den ganzen Klamotten. Und das in fucking 5 Tagen. Oh mein Gott. Das klingt nach so wenig, aber es war wirklich sehr viel. In fünf Tagen 100 Sets shooten und dann hat Lionel die innerhalb von 3 Tagen bearbeitet. Er hat 2 Nächte am Stück durchgemacht, um die Bilder alle rechtzeitig zu bearbeiten, damit die online kommen können in den Shop. Ich bin kein menschliches Rechteck mehr, ich habe eine Taille. Lionel! Oh, schrecklich, tut mir leid. Alina und Vincent, ich werde die Seele aus dem Leib am Vapen. Warum plant ihr Fotoshooting nicht eher, sondern so kurzfristig vor dem Merch-Drop? Naja, das Merch muss ja fertig werden, bevor wir das shooten können. Und auch der Kalender, also das klingt so blöd, aber es sind ja sonst die ganze Zeit auch andere Events. Also kurz vor dem Shooting, also so 3 Tage vor dem Shooting, war das Halloween-Event. Das musste auch so 4 Wochen am Stück vorbereitet und geplant und gemacht werden. Und davor war das Beauty and the Nerd Event, was auch so ein Monat Planung und Arbeit und Vorbereitungszeit war. Und wann sollen wir die Kalender shooten? Im März? Also das macht ja auch nicht so richtig viel Sinn, ne? Deswegen, it is what it is. Ich glaube, das wird's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben's. Wir haben es! Oh, okay. 24. Ja, Leute, jetzt können wir die überarbeiten. 100 von 100. Liebe Freunde, it's a wrap, das war's. Falls ihr sagt, boah, die Kalender sehen so cool aus, oh, das Merch sieht nice aus, ich hab Bock drauf. Der Shop ist ab jetzt live. Schon länger live, seit 2 Wochen. Schnell rein da bestellen. Mich mega freuen. Wir haben super viel Arbeit reingesteckt. Das ist alles sehr cool geworden. Aliana, am Ende müssen wir jetzt weinen. Dann war die Kamera raus und haben wir alle geweint. Also es klingt so blöd, aber wir haben actually alle geweint.